Heute berichte ich über Kirchborchen. Kirchborchen gehört zur Gemeinde Borchen und wird hier verwaltet. Das ist das Wappen des alten Amtes Kirchborchen. Eine Besonderheit ist der Blautopf, eine Karstquelle, die hier an die Oberfläche tritt. Es gibt die Legende, dass hier mal ein Fuhrwerk reingefahren ist. Mhm. Und die Pferde und auch der Fahrer ertrunken sind. Die Biske ist ein Bach, der im Blautopf entspringt. 1,1 Kilometer lang, fließt an der Vodesmühle vorbei in die Altenau. Hier sehen Sie das Schwestern-Vinzenz-Haus Borchen. Seit den 1960er Jahren verbringen betagte Schwestern hier ihren Lebensabend. Das ist die St. Michael-Kirche und die Wohnhäuser an der Bachstraße, Krummes Ohr und unterm Hahnen. Nun beginne ich mit dem Rundblick. Ich starte die Drohne am Rauer Berg. Oben links das Kloster, davor die St. Michael-Kirche, ganz oben die Autobahnbrücke. Davor das Wohngebiet Hessenberg, Twete, Stadtweg, Mühlenweg. In der Mitte die Grundschule am Hohlweg. Hier werden in 8 Klassen 170 SchülerInnen unterrichtet. Unten die Straße Rauher Berg und am Hohlweg die Häuser. Die Häuser an der Liboriusstraße, Meinolfusstraße und Michaelstraße. Start am Hohlweg, unten im Vordergrund die Johannesstraße. Nun bin ich am Triftweg, schwenke über die Josefstraße, Bonifatiusstraße, Mainwerkstraße mit Weitblick zur Kirche. Rechts jetzt der Triftweg und im Hintergrund die Brücke der A33. Hier der Kümerschlag und die hintere Ansicht der Häuser am Triftweg. Ganz oben die Galliehöhe mit Blick nach Alfen. In Kirchborchen leben 3.700 Einwohner, die zur Gemeinde Borchen gehören. Die Grenzen zwischen Kirchborchen und Nordborchen sind fließend. Mitte rechts die Dörenhagener Straße. In dem kleinen Wald versteckt die Vodesmühle und der Blautopf. In Kirchborchen gibt es auch einige Vereine, zum Beispiel der Schützenverein mit ca. 800 Mitgliedern und einer Schießsportabteilung. Ich starte die Drohne am Dahlweg mit dem Wohngebiet Mühlenweg, Meisenweg, Lerchenweg, Amselweg, fast die ganze Vogelwelt. Es geht weiter mit den Vereinen. Der Sportverein SC Borchen entstand 1970 aus einer Fusion der Vereine FC DJK Kirchborchen und Sportfreunde Nordborchen. Es gibt mehrere Abteilungen. Basketball, Damensport, Fußball, Judo, Leichtathletik und Tischtennis. Unten der Dahlbergweg mit Blick auf Mühlenweg und Weitblick auf den Triftweg. Dann gibt es noch das Blasorchester, Trommlerkorps, Gemischter Chor, Kirchborchener Junger Chor, Laienspielgruppe, Kirchborchener Highland Pipes und Drums, der Wanderverein, Historischer Landmaschinen- und Heimatverein, Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Katholische Frauengemeinschaft St. Michael, Malteser Hilfsdienst, Radtreff Borchen, die Freiwillige Feuerwehr mit dem Löschzug und 5 Fahrzeugen darf man nicht vergessen. In Kirchborchen gibt es viele Dienstleister, Partyservice, Kosmetik- und Fußpflegestudios, Friseure, Malerbetrieb, Holzbaubetrieb, Kaminholzbetrieb, ein Blumenladen, Reisebüro, Hundeschule, Fliesenleger, Baustoffhandel,
und eine Eisdiele mit sehr leckerem Eis und zwei sehr gute Speiselokale. Die evangelische Kirche ist zuständig für Wever, Nordborchen, Kirchborchen und Alfen. Unten die evangelische Kirche und das Wohngebiet um den Mühlenweg, Stadtweg, Twete und Hessenberg. Es gibt auch noch Autowerkstätten, Motorradhändler, Tier- und Gartenmarkt, Drogeriemarkt und Haustechnik. Für die Grundversorgung gibt es einen Bäcker, einen Pennymarkt und Lidl. Die Großmärkte sind nur im Ortsteil Gallihöhe. Darüber erstelle ich einen neuen Film. Dann gibt es natürlich auch noch zwei Kindergärten in Kirchborchen, das sind die späteren Schülerkinder. Dann gibt es hier auch noch zwei Arztpraxen, aber die meisten Ärzte sind in Nordborchen. Dazu mache ich dann auch noch einen gesonderten Film. Links die Straße ist der Stadtweg, rechts Twete und dann kommt ja der Hessenberg und die Häuser rechts von und am Hessenberg. Die gehören zu Nordborchen. Darüber mache ich einen separaten Film. Ich freue mich, wenn Ihnen der Film gefallen hat. Sie dürfen ihn auch gerne abonnieren. Da würde ich mich noch mehr drüber freuen. Das war dann auch mein Film über Kirchborchen.